Moin, moin, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon in Weihnachtsstimmung. Ich bin's auf jeden Fall. Und die Weihnachtszeit, die freien Tage, die geben einem ja auch so ein bisschen den Anlass, mal zurückzublicken auf das vergangene Jahr und sich auf das kommende Jahr zu freuen, sowohl was Münzen angeht als auch ganz allgemein. Und ich war in diesem Jahr ganz häufig für euch unterwegs auf Erstausgaben von deutschen Münzen, auch im internationalen Bereich. Das ist für mich immer wieder was ganz Spannendes, wenn man sieht, wenn eine Münze neu rauskommt und sich die Leute darauf freuen, sich in langen Schlangen aufbauen und dann eben ihr Exemplar in die Hand nehmen. In diesem Jahr war es allerdings nicht immer eine große Freude. Ich denke da ganz besonders zurück jetzt an die Erstausgabe der Weihnachtsmünze aus Deutschland, wo ich mich sehr früh auf den Weg gemacht habe, zur Bundesbank nach Hamburg und eine ziemlich lange Schlange erwartet hatte vor der Bundesbank, so wie im Vorjahr. Da waren so ungefähr 200 Leute vor Ort und ich war fest davon überzeugt, dass es auch dieses Jahr wieder ein riesengroßer Erfolg wird, einfach weil es sich um Silber handelt, weil es sich um Weihnachten handelt, weil es sich um diese Tellerprägung handelt. Also eigentlich alles, was man als Münzensammler sich wünscht. Was ich da vor Ort gesehen habe, das war allerdings nicht so ganz erfreulich. Ich habe mir dann ja auch ein paar Exemplare geholt, dieser Münze. Erstmal war auffällig, dass es so gut wie keine Schlange da war. Also man ist einfach sofort rangekommen, was natürlich auch seinen Vorteil hat. Aber ich mich dann schon gefragt habe, wo sind die ganzen Sammler geblieben? Und meine Exemplare, die ich bekommen habe, die würde ich jetzt beim besten Willen nicht in mein Sammleralbum packen. Die hatten Randfehler, hatten Kratzer und meine Exemplare hatten sogar Milchflecken, was mich sehr überrascht hat. Das habe ich auf deutschen Münzen bisher noch nie gesehen. Und da habe ich dann natürlich auch mal mich umgehört ein bisschen. Und wie ihr es vielleicht auch schon mitbekommen habt, dazu jetzt den ein oder anderen Artikel geschrieben in der Fachpresse. Gerade in dieser Woche ist hier nochmal ein Artikel erschienen in der Münzenwoche, wo ich diesem Phänomen auf den Grund gegangen bin. Und einerseits, was die Milchflecken angeht, ein bisschen Entwarnung geben kann. Ich habe mit diversen Münzhändlern gesprochen und die meisten haben eigentlich gesagt, Milchflecken waren bei ihnen nicht das Problem. Es waren häufig eben diese Randfehler, aber Milchflecken sind offenbar auf den Silbermünzen kein dauerhaftes Problem. Was allerdings häufig angesprochen war, das waren diese Probleme bei den Insektenmünzen, vor allem bei der rostroten Mauerbiene, wo die Farbe, diese Farbapplikation bei sehr vielen Händlern abgebrochen oder abgeplatzt ist. Und viele von ihnen ja einen nicht geringen Teil ihres Kontingents zurückschicken mussten. Ich habe mich da auch ein bisschen bei den offiziellen Stellen umgehört, bei der Bundesbank, die konnte da keine Auskunft geben. Jetzt vor kurzem kam noch eine Antwort vom Bundesverwaltungsamt, die gesagt haben, das Problem ist erkannt, das Problem ist beseitigt, diese Qualitätsprobleme wird es künftig nicht mehr geben. Und es ist wohl auch tatsächlich so, dass jetzt bei den Folgemünzen eben dieses Phänomen nicht mehr auftritt. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Viel spannender ist für mich die Frage, wie es sich mit den Milchflecken auf deutschen und auch generell auf internationalen Münzen weiterentwickeln wird. Da habe ich auch in diesem Text, der in der Münzenwoche erschienen ist, bin ich auch weiter darauf eingegangen. Da geht es jetzt erstmal um diese Qualitätsprobleme bei deutschen Münzen. Und hier seht ihr auch schon, dass sogar ein Münzhändler MDM war das damals, dieses Problem mit der Farbapplikation zum Thema gemacht hat und damit sogar geworben hat. Das ist natürlich, das kann im Bundesverwaltungsamt und bei den verantwortlichen Stellen, da kann man sich nicht drüber freuen, wenn sowas schon in der Werbung zum Thema gemacht wird. Ja, und dann habe ich hier so ein bisschen auch aufgedröselt, wie diese Prägetechnik oder diese Drucktechnik funktioniert. Es ist ja kein Tampondruck wie bei den ersten Farbmünzen der Bundesrepublik, wo einfach nur einzelne Farben aufgebracht werden. Das ist hier ein Digitaldruck und da hat es offenbar ein Problem gegeben. Und so sieht dann eine so eine Münze aus, wobei ich auch noch andere im Internet gesehen habe, bei denen wirklich die komplette Farbapplikation weg war. Naja, aber das eigentliche Problem, das große Problem sind ja die Milchflecken, die ihr hier auch schon seht. Das hier ist eine Bullionmünze und
Dieses Phänomen kennt ihr natürlich vor allem von Silberanlagemünzen, von Maple Leafs, von Wiener Philharmonikern, überall. So ziemlich, es gibt bisher keine endgültige Gewissheit, wo das herkommt, ob man es abstellen kann. Die Kanadier haben eine Technologie entwickelt, die Milchflecken beseitigen soll oder gar nicht entstehen lassen soll. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es trotzdem vereinzelt noch zu Milchflecken auf kanadischen Münzen kommt. Also am Ende des Tages sind wir alle, die Münzensammler, die Händler und natürlich auch die Prägestätten, sind vereint im Kampf gegen diese Milchflecken und gemeinsam eine Lösung zu finden. Viele von euch versuchen ja, das Ganze sich dagegen zu schützen, indem sie ihre Silbermünzen vakuumieren. Das bringt nach meiner Beobachtung nicht wirklich die Lösung, weil offenbar diese Milchflecken bereits im Prägevorgang und im Produktionsprozess entstehen und sich dann eben aus heiterem Himmel entwickeln können. Ich werde dieses ganze Thema für euch weiter im Blick behalten. Ich möchte euch am Ende dieses Videos ganz herzlich einladen, einmal unterm Video zu kommentieren, ob ihr in den letzten Monaten in diesem Jahr bei euren deutschen Gedenkmünzen irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt habt, ob ihr auch eine Mauerbiene bekommen habt, dem der Panzer abbricht, oder ob ihr vielleicht sogar Milchflecken auf Silbermünzen entdeckt habt oder irgendetwas anderes. Und unterm Strich muss man sicherlich auch sagen, das ist jetzt kein übergeordnetes, kein Dauerproblem bei allen deutschen Münzen. Ich muss zum Beispiel sagen, dass mir die 2-Euro-Münzen dieses Jahr aus Deutschland richtig gut gefallen haben. Also die Elbphilharmonie und vor allem auch Karl der Große haben viele Millionen Sammler in Deutschland begeistert, sind richtig tolle Motive und sind würdig, einen ganz besonderen Platz im 2-Euro-Album zu bekommen. Aber wenn sich viele Sammler darüber ärgern, dass ausgerechnet ihre Silbermünzen, die mit die teuersten Silbermünzen, die man bekommen kann in Deutschland, dass die vorne und hinten verschrabbelt sind, dann da kann man sich nicht drüber freuen und das können auch die Verantwortlichen in der deutschen Münzprägung nicht auf sich sitzen lassen.